Hallöchen, ich bin Anita Pleidinger. Immer dienstags gibt's Tryout Tuesday. Ich versuche verschiedene Hacks nachzumachen. Ich sehe da so Hack-Videos im Internet und teste das mal, ob das wirklich funktioniert. Letztes Mal habe ich Pizza in der Mikrowelle gemacht und es ist voll gut angekommen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt zeige ich dir drei Dinge, die du in der Mikrowelle machen kannst. Zum einen Eierspeise in der Mikrowelle. Geht das wirklich? Oder Milchschaum in der Mikrowelle? Und angeblich bekommt man auch viel mehr aus der Zitrone raus, wenn man sie vorher in die Mikrowelle haut. Und das testen wir jetzt. Los geht's! Zuerst gebe ich hier zwei Eier in eine Schüssel. Und würze das noch mit ein bisschen Salz, Pfeffer und was du halt gerne haben möchtest. Verquirle das. Und das gebe ich jetzt in die Mikrowelle. Für 2 Minuten. Wichtig ist nur zwischendrin immer wieder umrühren und dann geht's weiter. Ding! Mikrowelle ist fertig. Eierspeise ist fertig. Und zwar schaut das schon richtig gut aus. Also das ist schon so ein richtig leckerer. Fix und fertig Eierspeise, also die könnte auch aus der Pfanne kommen. Und jetzt zeige ich mal, ob das wirklich auch nach einer echten Eierspeise schmeckt, wie aus der Pfanne. Ja, voll gut und das ohne Öl und 2 Minuten in der Mikrowelle. Nur zwischendrin und halt umrühren nicht vergessen. Voll cool. Wie magst du dein Ei am liebsten? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und sag mir auch, vielleicht hast du mir irgendwo einen komischen Hack gesehen, mit dem du nicht gerechnet hast. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal weiter und checken jetzt mal noch, ob man Milchschaum auch in der Mikrowelle machen kann.